Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich dir einmal so ein bisschen etwas über Print on Demand erzählen, denn ich denke, dass ich das auf diesem Kanal noch gar nicht mal so krass viel gemacht habe, obwohl wir eigentlich sehr extrem auch in diesem Bereich aktiv sind, aber ich noch nie so wirklich davon gesprochen habe. Und ich möchte dir heute so ein paar Analysen mal zeigen und dich einfach mal so ein bisschen in das Thema einführen und dir vielleicht auch mal ein paar Sachen zeigen, die dir andere hier auf YouTube zum Thema Print on Demand nicht zeigen. Ich würde sagen, wir switchen einfach mal direkt auf dem Desktop, sodass wir direkt starten können. Hier auf dem Desktop sehen wir jetzt schon direkt eine Seite, mit der wir uns heute so ein bisschen beschäftigen werden. Und ich möchte dir auch in diesem Video einmal komplett wirklich von A bis Z erklären. Zumindest möchte ich es versuchen, in diesen kurzen Minuten, ohne da jetzt ein großes Video draus zu machen, dir im Ablauf erstmal zu erklären, wie man genau so ein Produkt herstellen kann und wie man das dann hier auch dementsprechend vor Ort vermarkten kann. Ich gehe jetzt hier natürlich nicht noch auf Werbeanzeigen oder sonstiges drauf ein, das wäre jetzt zu krass und das Spektrum wäre einfach zu groß und ich werde dir jetzt auch nicht so viele Produzenten zeigen, wie es eigentlich gibt, denn gerade so in diesem Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, zum Beispiel jetzt im Themenbereich Poster, gibt es sehr, sehr, sehr viele Produzenten, die das Ganze für dich umsetzen. Wenn du dazu ein bisschen was wissen möchtest, bei uns im Coaching-Programm ist es zum Beispiel aktuell so, dass wir da aktuell ein komplettes Modul zum Thema Print-on-Demand aufbauen, wo wir wirklich nur über die verschiedenen Produzenten sprechen, die den Sitz in Europa haben, in Deutschland haben, in Litauen haben, auch in China haben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du daran so ein bisschen Interesse hast, kannst du gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da findest du mit Sicherheit einen Link. Okay, fangen wir einfach mal an. Wir sind jetzt hier auf der Seite Tier bei mir. Ich will gleich voraussagen, ich habe jetzt nicht explizit diese Seite genommen, sondern ich habe einfach geguckt, okay, wer ist der Nächste, der mir bei Facebook als Werbung ausgespielt wird und den nehme ich dann einfach als Analyse, weil dann ist es auch ein bisschen fair verhandelt. Hier geht es jetzt darum, um Poster, generell um Tierposter. Das heißt, was wir hier haben, ist grundsätzlich, man fotografiert sein Tier ab und dann kann man den Tierkopf hier ausschneiden und hat ihn hier erstmal so hingebastelt. Also kurz einmal zur Technik, wie das Ganze erstmal generell abläuft. In Shopify ist es eigentlich sehr, sehr, sehr simpel umgesetzt. Man muss hier echt nicht viel drauf haben. Ich denke, wenn man genau weiß, was man machen muss und wie man eben diese Funktion auch in den Shop bekommt, dann bekommt es jeder hin. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel zu den Produkten gehe, auf Jetzt gestalten klicke, dann bekomme ich hier die Möglichkeit, die Farbe auszuwählen. Super wäre es noch gewesen, wenn ich jetzt hier natürlich auf der linken Seite, wenn das dann dementsprechend sich auch schon anpassen würde, so ist es zum Beispiel nochmal ein bisschen übersichtlicher. Stattdessen kriegt man hier nur so ein paar Bilder, wie es aussehen könnte mit der blauen Farbe. Es gibt allerdings auch Methoden, wie man das so einstellen kann, dass dann dementsprechend auch die Farbe ausgespielt wird. So, dann haben wir die Varianten. Okay, hier haben wir zum Beispiel einmal das Porträt als Bilddatei. Das ist ein sehr, sehr cleverer Zug von dieser Seite. Das heißt, was hier gemacht wird, ist eigentlich nur, dass ich dieses Foto nach meiner Bestellung als PNG-Datei im Verlaufe von einem Werktag wahrscheinlich per E-Mail bekomme für 22,90 Euro. Und warum das so teuer ist, das schauen wir uns gleich an, denn das zu produzieren ist gar nicht mal so günstig und die Marge, die da hinten übrig bleibt, ist auch manchmal gar nicht mal so hoch. Aber wenn wir es natürlich als PNG-Datei haben, haben wir keine Lieferzeiten so beziehungsweise auch keine Versandkosten. Das ist schon mal ganz cool. Oder wir nehmen jetzt hier einfach mal ein A4-Bild. Das ist ein Porträt als plus die Porträt als Bilddatei. Müsste sich eigentlich der Preis auch noch ändern. Da, genau, 29 Euro kostet nochmal fast einen Zehner mehr. Okay, dann kann man hier den Namen eingeben und den Datum eingeben. Ich persönlich finde das jetzt ein bisschen schlecht gestaltet, das könnte man ein bisschen besser gestalten. Da hätte ich persönlich jetzt andere Ideen, wie man es machen könnte, sodass es auch direkt aufs Porträt hier quasi drauf gezeichnet wird, weil so tippe ich hier was ein und bekomme hier links keine Änderung. Das ist ein bisschen blöde für den Kunden auch. Ich persönlich finde es immer besser, wenn man es direkt sieht. Aber gut, jeder dem seint. Ich denke aber trotzdem, dass die Seite so gut funktioniert. Schauen wir uns jetzt an, okay, wie baue ich denn sowas um, beziehungsweise wie setze ich denn sowas um, weil das sieht ja alles schon mal sehr künstlich dargestellt aus. Und wenn wir uns jetzt mal diese Katze hier auf dem Bild anschauen, auf dem Handy, das ist ja eine andere Farbe als wie die, die wir jetzt hier zum Beispiel haben. Wie mache ich das genau? Also ich erkläre dir jetzt einfach erstmal so roundabout den groben Ablauf, damit du auch nachvollziehen kannst, wie das Ganze überhaupt zustande kommt oder wie das Ganze generell funktioniert. Also es ist so, der Kunde lädt ja sein Foto hoch und schreibt hier seine Buchstaben rein möchte, was er hier in dem Sinne jetzt einfach unterm Bild haben möchte. So.
Diese Daten bekomme ich dann nach der Bestellung bei Shopify in meine Order. Das heißt, ich bin in Shopify drin und dann sehe ich ja meine Bestellungen und da bekomme ich alles aufgelistet. Da kann ich mir das Bild herunterladen. Clevere Shops, die extrem gut automatisiert sind, haben dahinter eine Zapier-Verbindung zum Beispiel gebaut, wo dann die Bilder automatisch in eine Google Drive-Datei hochgeladen werden und auch die Texte direkt in ein Google Sheet geladen werden, sodass man das dann bei der Bearbeitung, wenn man das vollständig automatisieren will, noch schneller abwickeln kann. Weil das Fulfillment bei so einem Projekt nimmt natürlich enorm Zeit in Anspruch. Und das ist eben leider sehr schade. Aber die Technik besteht erstmal so drin, dass wir erstmal als Kunde all unsere Daten angeben. So, was macht jetzt der Besitzer des Online-Shops? Der Besitzer des Online-Shops macht jetzt nichts anderes, als dass er dieses Foto jetzt nimmt, das er hier hat. Und entweder er ist so gut, dass er es selbst zeichnen kann, weil es ist ja nicht einfach nur ein Filter draufgelegt. Das wäre ja zu einfach, sondern es ist ja wirklich gezeichnet von Hand. Ne? Es ist mit einem Tablet, was wir kennen, mit so einem Apple Pen wahrscheinlich, auf dem Tablet aufgezeichnet, beziehungsweise es gibt ja diese Photoshop-Tablet. Mit diesen Dingern ist es eben gezeichnet. So, wie mache ich das jetzt? Und dazu musst du nicht mal wirklich schlau sein oder unbedingt kreativ sein, sondern du musst nur wissen, wen musst du fragen. Und genau deshalb habe ich das Ganze auch mal so ein bisschen für dich herausgesucht. Und zwar passiert dann nichts anderes, als dass ich dann diese Bilder, die ich jetzt bekomme, als Beispiel, ich bekomme am Tag 10 Bestellungen rein und diese 10 Bilder gebe ich dann in Auftrag weiter an jemanden, der das für mich übernimmt für 2, 3, maximal 5 Euro pro Bild. Dazu gehe ich einfach auf Fiverr und auf Fiverr tippe ich dann jetzt einfach mal zum Beispiel ein, habe ich hier schon mal eins aufgemacht, das ist jetzt von der Qualität nicht hundertprozentig, aber ich habe es hier mal eingegeben, digital Pet Drawing als Beispiel auf Fiverr. Und wenn ich hier bin, dann seht ihr schon, findet ihr die verschiedensten Sachen von Leuten, die eben auch digital zeichnen für euch. Und das dann dementsprechend als PNG-Datei. So, das heißt, hier würdet ihr euch dann dementsprechend einen raussuchen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, die sind jetzt alle sehr teuer, aber hier zum Beispiel für 4 Euro. Ne, da, die Qualität sieht jetzt natürlich nicht so dolle aus, aber da kann man dann natürlich mit den Leuten bei Fiverr selbst nochmal drüber sprechen. Alternativ kann man auch nochmal auf Upwork gucken. Aber ihr seht, so funktioniert das erstmal in der Umsetzung. Das heißt, ich nehme meine 10 Bilder, wenn ich es nicht selber zeichnen kann, was ich jetzt mal nicht denke, diese 10 Bilder nehme ich und schicke diese dann einfach dem Fiverr-Typen. Das heißt, ich werde dann bei Fiverr, wir können ja mal ihn anklicken hier, nehmen wir jetzt einfach mal diesen hier, der nimmt jetzt 8 Euro pro Bild und dann sagen wir, okay, wir sagen jetzt mal Continue, der nimmt jetzt 8,86 Euro und wenn wir jetzt in der Quantity vielleicht mal ein bisschen höher gehen, dann kriegen wir vielleicht nochmal einen gewissen Discount. Da könnte man dann die Person einfach nochmal privat persönlich anschreiben, um zu gucken, ob er da einen gewissen Discount geben kann, wenn ich mehrere Bilder nehme. So, danach bekomme ich dieses Bild als PNG-Datei zurückgesendet. So, jetzt habe ich dieses Bild als PNG-Datei, aber jetzt muss ich ja noch irgendwie dieses PNG-Bild auf diesen Hintergrund hier bekommen und auch noch irgendwie gedruckt bekommen. Das heißt, jetzt wäre quasi wieder ein nächster Step zu erledigen. Und zwar wäre jetzt der nächste Step, dass ich jetzt eine Art Mockup habe, beziehungsweise dass ich eine Art Vorlage habe, wo ich das diese Schrift und das Datum schon alles vorbereitet habe, sodass ich das einfach nur noch easy umsetzen muss. Und das ist eigentlich in der Regel auch gar nicht mal so schwer, denn letztendlich gilt auch hier wieder, don't work hard, think smart. Das heißt, einfach smart sein, okay, schauen, okay, was kann man machen, wie funktioniert das, wie kann ich das ideal umsetzen. Und das ist noch einfacher. Und zwar, indem wir zum Beispiel, wir gehen jetzt hier auf Creative Market. Creative Market ist eine riesengroße Plattform, wo wir verschiedene, ja, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Dateien und so weiter und so fort kaufen können. Und diese Dateien können wir eben nutzen, um zum Beispiel so ein Mockup hier zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt mal als Beispiel, ich gebe in die Suche Canva Mockup ein oder anders Poster Mockup, ne, ist ja eine Art Poster, das heißt, ich tippe Poster Mockup ein und dann finde ich hier zum Beispiel jetzt auch schon so die ersten Mockups, was man so machen kann. Hier sind jetzt viele Mockups so mit Frame, hier habe ich zum Beispiel ein Canva Mockup, kennt ihr vielleicht so von Seiten wie V100, die mehr so mit so Motivationssprüchen und so weiter und so fort arbeiten, dass diese dann natürlich auch mit sogenannten Mockups arbeiten. Ne? IKEA zum Beispiel arbeitet auch viel mit Mockups. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass IKEA noch die Möbel hinstellt und ein Foto macht. Nee, das wird alles 3D illustriert dargestellt mit sogenannten Mockups. Und das sieht dann so aus. Das heißt, ich kann dann jedes beliebige Bild einfach hier drauf ziehen und habe dann quasi ein super schönes Produktbild, was ich nutzen kann. Und im Idealfall finde ich vielleicht sogar schon eine Vorlage, wo genau das vorgegeben ist, mit diesem Hintergrund und so weiter und so fort. So viel erstmal dazu. Das gleiche auch mit diesem Handy. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach Handy oder sagen wir mal
iPhone ist es ja mehr oder weniger. In der Regel nimmt man einmal iPhone-Mockups. Das heißt, hier hatte ich dann auch die Möglichkeit, mit einem iPhone-Mockup zu arbeiten. Das heißt, hier könnte ich jetzt einfach diese Hand jetzt hier mit zum Beispiel kaufen für 21 Dollar und dann würde ich hier mein Bild reinmachen und dann würde ich diese Hand als PNG-Datei wiederum in dieses Bild mit leicht nach vorne reinversetzen und dann über den Frame-Mockup quasi setzen. So erstmal zum Konstrukt dieses Produktbildes. Und was ich allerdings jetzt haben muss, ich habe jetzt ja von meinem Fiverr-Typen, also von meinem Kunden habe ich jetzt ja die Datei bekommen, was ich bearbeiten soll. Das habe ich von meinem Fiverr-Typen bearbeiten lassen. Und jetzt fängt ja der nächste Step an. Und in diesem Step geht es dann darum, dass ich jetzt das Bild entweder selber bearbeite oder wiederum ich habe jemanden, der das für mich macht. Das heißt, dann geht es darum, das Bild einmal zu zentrieren, die Hintergrundfarbe auszusuchen, das Wunschdatum vom Kunden und natürlich den Namen vom Kunden hier dementsprechend hinzuschreiben. Das ist auch eigentlich sehr fix gemacht. Ich denke da so an eine Bearbeitungszeit pro Bild von 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie gut man sich mit Photoshop auskennt. Auch hier gilt wieder, du musst nicht jemanden haben, der sich mit Photoshop auskennt. Du kannst ja auch einfach jemanden nehmen. So, jetzt folgt natürlich noch der letzte Schritt. Wenn wir jetzt natürlich beim Schritt Nummer 1 sind, wir hatten ja hier gesagt Porträt als Bilddatei, dann wären wir jetzt quasi schon durch. Dann speichern wir das Bild, die Photoshop-Datei als PNG ab und schicken das dann dementsprechend so dem Kunden und der Kunde kann es kaufen. So, jetzt können wir allerdings auch sagen, okay, ich will es jetzt als Druck richtig haben. Das heißt, dann muss ich jetzt natürlich das Bild auch noch drucken lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Seiten, wie jetzt hier zum Beispiel mal Printful bin, und jetzt hier einfach mal, ich glaube, es gibt hier diesen Mockup-Generator verwende, dann werde ich ganz schnell feststellen, dass das so ein bisschen schwierig wird und auch sehr teuer. Im Mockup-Generator zum Beispiel unter Home and Living gibt es ja auch diese Poster, Leinwanddruck oder Poster. Wir sind jetzt hier im Bereich Poster. Eine Leinwand ist wiederum was anderes. Eine Leinwand hat immer einen Rahmen hinten drum und ein Poster ist quasi nur ein zusammengerolltes A4-Papier. So, und hier müsste ich jetzt mir einmal ein Papier aussuchen. Wir nehmen jetzt hier mal das günstigste Papier und wahrscheinlich können wir uns auch noch ein bisschen die Größe raussuchen. Hier können wir zum Beispiel die Größe raussuchen. Hier müsste man dann dementsprechend die Größe raussuchen. Und dann könnte ich hier rein theoretisch jetzt auch die Datei, die ich gerne haben möchte, die ich gerne verkaufen möchte, jetzt an meinen Kunden hochladen. Und dann könnte ich rein theoretisch diese Bestellung über Printful abwickeln. Der Nachteil ist, dass das immer sehr langwierig ist und es extrem lange dauert, bis ich da eine Bestellung ausführen kann. Das ist so immer der große Nachteil, den ich habe. Und ich muss für jede Bestellung, die reinkommt, immer wieder ein neues Mockup im Printful erstellen. Deshalb sollte man auf Alternativen umspringen. Es gibt unzählige Alternativen, die Posterdruck machen. Eines der größten Posterdruck-Tankstellen nenne ich es jetzt einfach mal, oder Posterdrucker hier in Deutschland, ist auf jeden Fall Poster XXL. Bei Poster XXL gibt es einen sogenannten Geschäftskundenbereich. Da könnt ihr hier einfach mal euch unten im Footer gibt es eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr hier auf Kontakt klickt, Hilfe und Kontakt, könnt ihr diese E-Mail-Adresse einfach mal anschreiben, hier beziehungsweise zu unserem Geschäftskundenbereich, damit du eben zum Geschäftskunde wirst. Und dann kann Poster XXL für dich das Fulfillment übernehmen. Bedeutet, Poster XXL baut eine Shopify-API-Verbindung zu deinem Shopify-Store und du müsstest dann nichts anderes machen, als jeden Tag Poster XXL über eine interne Cloud diese PNG-Dateien, die wir jetzt gerade erstellt haben, einfach nur zu schicken und dem zu sagen, die sollen das drucken und mit Angabe der Bestellnummer natürlich, sodass Poster XXL dann dementsprechend natürlich dieses Motiv drucken kann und zu deinem Kunden senden kann und dementsprechend auch die Sendungsnummer, falls vorhanden, dementsprechend auch mitteilen kann. Das heißt, so würde dann im Umkehrschluss dieses gesamte Fulfillment ablaufen. Das heißt, wir haben an erster Stelle den Upload vom Kunden, dann haben wir die Bearbeitung, danach müssen wir es selber nochmal bearbeiten, weil wir den Namen reinschreiben müssen und dann müssen wir das Ganze nochmal in die Bedruckung geben und dann wird das Ganze fulfilled. So, und das ist erstmal so der grobe Ablauf oder der Ablauf, wie so ein Shop überhaupt funktioniert, weil ihr sagt ja immer Print on Demand, Print on Demand, Print on Demand. Dabei sollte man sich das Ganze erstmal anschauen und erstmal sehen, was das für ein Mordsarbeit ist für so ein paar Euros, ne? Das heißt, am Ende bleibt da nicht wirklich viel über, weil ihr müsst ja denken, der Posterdruck, hier haben wir jetzt natürlich keine genauen Preise, aber wir können ja mal so roundabout gucken. Ich denke mal, wenn wir jetzt mal hier auf Poster gehen, zum Posterdruck. Wir sind jetzt natürlich im Privatkaufbereich, hier ist natürlich ein bisschen teurer, aber wenn wir jetzt mal so sagen, okay, wir haben jetzt hier ohne Rahmen natürlich in der Regel, ich weiß jetzt, die Größe von A4 kenne ich jetzt leider nicht aus dem Kopf, aber ich denke mal, dass wir hier so bei 40 mal 30 ist, glaube ich, zu viel, ich glaube 28 mal 1, nee, ich glaube 40 mal 30 ist A4, oder?
28 mal 10. Ich weiß es auch nicht. Ich bin da jetzt nicht so DIN-Format. Hier gibt es ja DIN-Formate. So, sagen wir mal DIN-Formate hier. Wären wir so ungefähr, ja, ist schon natürlich ein bisschen was, 13,99 €, hier jetzt 7,99 €, gehen wir mal von 7,99 € aus, haben wir roundabout 8 €, so, dann kriegen wir vielleicht noch einen Geschäftskundenrabatt von den Euro, sind wir vielleicht bei, ja, bei 7 €, bei 6,99 € sind wir bei 7 €, so auf diesen 7 € rechnen wir dann nochmal unsere roundabout, wenn wir hier nochmal einen guten Rabatt bekommen, 5 €, 13 €, 13 € alleine Produktionskosten und dann kommt wahrscheinlich nochmal ein Versand drauf von 3 € sind wir vielleicht bei 16 €. Das heißt, wir sind hier beim Einkauf für dieses Poster schon so zwischen, je nachdem wie man Rabatte bekommt und wie man kalkuliert, so zwischen 14 bis 18 €, hätte ich jetzt gesagt, und verkaufen dann am Ende für 29,90 €. Und da müssen wir noch berechnen, stecken wir auch noch Zeit da rein, weil es muss ja doppelt bearbeitet werden, entweder von uns selber oder eben von dem Fiverr-Typen, den wir nochmal zusätzlich bezahlen müssen, den ich jetzt nicht mitberechnet hatte. Und dann haben wir auch noch die Facebook-Werbekosten. Das heißt, hiermit profitabel zu werden, ist auf jeden Fall möglich, gar keine Frage. Aber die Frage ist immer, will man das für 2 €? Ne? Das sollte man sich halt fragen, will man das wirklich für 2 €? Aber ansonsten denke ich, hat das auf jeden Fall Potenzial. Ich denke auch, dass dieses Print-on-Demand auf jeden Fall im Wachstum ist. Wir bei uns im Coaching, wir behandeln das ja jetzt auch tagtäglich, weil ich halt einfach gemerkt habe, die Nachfrage ist da. Und da wir sehr viel im Print-on-Demand-Bereich tätig waren, 2018 bis 2021, danach haben wir unseren Shop verkauft, weil es einfach viel zu viel Arbeit mit der Zeit war. Ne? Und wenn man da nicht die richtigen Leute hat, die sich drum kümmern, dann wird das einfach irgendwann zu viel. Von daher haben wir da gutes Geld für bekommen, haben super gut verkauft bekommen, gar keine Frage. Aber ich habe halt viel Erfahrung gesammelt, ich habe viele Kontakte, gerade im Print-on-Demand-Bereich. Und ich denke, deshalb ist das auch so ein bisschen der Grund, warum wir gerade bei uns intern für unsere Coaching-Teilnehmer auch gesagt haben, wir bauen jetzt ein komplettes Modul nur für Print-on-Demand aus. Gerade weil ja sowieso das Thema europäische Hersteller und deutsche Hersteller immer wieder relevanter wird, haben wir das natürlich auch mit reingenommen. Hier arbeiten wir jetzt nicht mit Poster XXL. Ich habe es jetzt einfach nur mal Poster XXL in diesem Sinne genommen, weil es einfach jeder kennt und weil es einfach einfacher darzustellen ist. Grundsätzlich kann man natürlich mit Poster XXL in diesem Bereich arbeiten, da Poster XXL einen Geschäftskundenbereich hatte, wie gesagt, und da kriegt man dann auch gewisse Rabatte. Also ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video mal so ein bisschen die Augen öffnen, mal so ein bisschen dir das zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie die ganze Technik funktioniert und dass es ein bisschen Arbeit ist auf jeden Fall. Das ist mal nicht eben an einem Wochenende aufgesetzt, da muss man sich schon mal ein bisschen Mühe reinstecken. Und im Bereich Werbung haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, denn auch der Bereich Werbung ist gerade im Print-on-Demand-Bereich und vor allem im Haustierbereich zum Print-on-Demand auch nochmal ein bisschen anders. Da muss man nochmal ein bisschen anders targetieren. Denn da muss man nämlich immer dran denken, so ein Produkt, wie wir uns gerade angeschaut haben, ist ja auch oft ein verschenktes Produkt von Leuten, die vielleicht gar keinen Hund haben. Und von daher machen viele immer echt oft den Fehler, dass sie von Anfang an irgendwie komplett falsch denken und denken, ich muss jetzt Hundeleute targetieren, weil die ja direkt ihr Hundebild kaufen. Meistens ist es genau andersrum, dass die Leute das als Geschenk verwenden und die Leute, die eben den Leuten sowas schenken, die haben nämlich keinen Hund. Zum Beispiel habe ich meiner Schwiegermutter auch sowas geschenkt, sowas ähnliches, und ich persönlich habe keinen Hund. Ja? Das heißt, da mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video helfen, und wenn du deinen Senf dazu abgeben willst, gerne in den Kommentaren. Ich freue mich darauf.